Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und willkommen zu Arcadia. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist ein Weilchen her, ich weiß. Es ist, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel die Zeit gefunden, um aufzunehmen. Aber heute... Okay, ich fange mal voll. Aber heute soll uns das nicht hindern daran, ein Weilchen auf jeden Fall aufzunehmen. Heute Aufnahme Rausch. Es geht heute fleißig weiter. Wir sind im Live-Let's Play. Und wir waren hier schon mal. Ich kann mich entsinnen, dass ich die Scheibe eingeschlagen habe und dann kamen die ganzen Freaks angelaufen. So. Wir sind beim letzten Mal. Er hat es auf jeden Fall komisch gespeichert. Genau, das hatten wir auch schon gesehen. Ich weiß nämlich, was jetzt kommt. Ja. Somit hat sich das mit der Metro mal eben erledigt. Ich bin erleuchtet. Wie wechsle ich denn nochmal die Waffen? Ach so, okay. Erstmal ein Foto machen. Okay. Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, im Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Xander Cole. Herzlich willkommen. Mit Xander Cole. Sehr schön. So, Ziel aktualisiert. Finde Xander Cole. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das. Ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist oder vielleicht etwas Besseres. Yeah. So, ich kann mich. Ach ja, guck mal an, da oben. Mhm. Da war ja was. Alter, wie eklig. Komm schon! Ich will bloß reden! Oh, Alter, was? Oh. Ja, ich war das. Ja, ich. Ach, da oben, die sitzen immer noch da oben. So, jetzt aber. Oh, bei dem da kann ich den Reiz nicht. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Mhm. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein! Komm ja. Rein! Ja! Ja! Sehr geil. Ah, eine Fleet Hall. In der Fleet Hall. So, geht zum Fleet Hall Kino. Übrigens, das Taler-System für die Leute im Stream funktioniert jetzt. So, dann wollen wir mal. Genau, hier waren wir ja schon gewesen. Und, und ich finde das immer noch so geil. Sehr schön. So, wo war das denn gewesen? Wir sind, glaube ich, nach oben gegangen, ne? Fruchtbaren Boden? Ah, ja. Ich teste dich, kleine Motte. Kleine Motte? Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Mhm. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm in mein Zuhause. Boah, wir werden den so fertig machen. So, wir werden den so fertig machen. Ja, hallo Kamera. Ja. So, was wollte ich gesagt haben? Achso, für alle, die im Stream gerade zusehen, wir gehen also langsam auf. Was heißt wir gehen? Morgen ist ja Halloween. Und, nichtsdestotrotz
wird es heute auf jeden Fall auch Horror geben. Und das Schöne dabei ist, dass heute werden auch die Uhren umgestellt. Ja! Okay, hier kommen wir nicht rein. Und das heißt, wir können eine Stunde länger spielen. Yay! Und heute wird definitiv länger gehen. Auch, wir werden heute auch, wir werden heute auch Valley weiterspielen. Weil da müssen wir auch noch weiter. Ich bin davon ausgegangen, dass ich es schon durch habe. Aber mir ist nämlich, ich habe heute so ein bisschen angefangen, ja, so ein bisschen die alten Filme zu sortieren. Kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite. Undenkbar. Aha. So ein bisschen meine Ordner sortiert mit den Videofiles, also mit den ganzen Videomaterialien, was ich habe. Und, weil ich auch anfangen muss, so langsam so ein paar, so ein bisschen zusammenschneiden. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Mhm. Boah, wie nehme ich denn nochmal einen Verbandskasten? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Verbandskasten? Kreis? Ja. Kann ich nämlich den mitnehmen. Ja, wie gesagt, Uhrumstellung, tralala und wie gesagt, Halloween. Horror gibt's heute dann auch. Wie kamen wir, genau, das war das. Ich glaube, hier hatten wir dann aufgehört zu spielen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wie kamen wir denn hier nochmal rein? Oh, Zigaretten. Erstmal rauchen, genau. Erstmal ein schönes Kippchen. So. Ich schaue mich draußen nochmal um. Er sagt auf jeden Fall irgendwas von, er kann sein Publikum noch nicht empfangen. Ist das? Ach nee, ich dachte schon, wäre eine Kamera. Das ist nur Licht. Oh. Upgrade kaufen. Mhm. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Mhm. Techniktonikum. Sie können ihre erhöhen Sie Ihre Gesundheit. Ihre maximale Gesundheit. Das ist gut. Das machen wir mal. Schalten Sie ein Körpertonikum-Slot frei. Ziel-Dummy. So. Ja, die Uhrumstellung. Das ist immer so eine Sache. Da streiten sich ja die Geister darüber. Da streiten sich ja die Geister darüber, ob das sinnlos ist oder nicht. Also ich finde es eigentlich auch totalen Quatsch, weil im Prinzip bringt es so gar nichts, weil, ich sag mal, das Einzige, was es bringt, ist, dass unser Körper sich nicht dran gewöhnt, richtig? Weil wir total durcheinander kommen mit dem Ganzen. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Aha. Hopp, 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 hopp. Ja. Und andererseits auch mit dem ganzen Stromsparen gedöns und naja. So wirklich Stromsparen, weiß ich nicht. Warte mal, ich guck nochmal unten eben. So. Ach, das ist ein Scheinwerfer, den die ganze Zeit auf mich strahlt. Achso, und ich wundere mich schon. So, hier sind wir wieder dahinter. Wo geht's denn hier lang? Oh. Da ist eine Kamera. Eine Kamera. Die holen wir nochmal runter. Hier ist noch ein Verbandskasten. Das ist gut. Gut zu wissen, zumal. So, Pistolenkugeln haben wir. Oh. Oh, ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ich hab sie nicht angefangen. Ist das alles? Ich glaube, das war's. So. Und, ja. Wie gesagt. Die. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du was? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Katzenmusik.
Alter. Okay. Ich glaube, das war's, ne? Ja, Gott sei Dank. Alter, huha. So, Waschbecken benutzen brauchen wir gerade nicht. Eigentlich wollte ich ja, apropos Horror, wenn wir schon wieder beim Thema sind, eigentlich wollte ich das ja eigentlich nicht als Live-Let's Play machen, aber da ich ja heute so ein bisschen auch alles untersucht habe oder beziehungsweise alles so ein bisschen rumprobiert habe mit dem Setup, so ein bisschen... Wo ist das denn? Wo ist das denn? Okay. Da ich das so ein bisschen rumprobiert habe mit dem Setup, weil ich möchte ja ein Horror-Let's Play, also ein VR-Horror-Let's Play erstmal auch auf YouTube raushauen und das Problem dabei ist einfach, du musst ja auch die Kamera aufnehmen und dann musst du das auch zusammenschneiden. Und da habe ich jetzt so ein bisschen rumprobiert heute, ein bisschen tralala, um zu gucken, ob ich das Ganze manage. Und ja, ich habe mir da so ein kleines Setup jetzt aufgebaut. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert dann später alles. So, wo geht's hier hin? Aha, Employment Only. Aha, guck mal einer an. Hallo, mein Freund. Na, ich halte doch gedrückt. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seitenpartei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Okay. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles funktioniert, ob ich das alles so hinkriege, weil ich will das ja mit Kamera dann aufnehmen. Also ihr im Stream werdet dann erstmal keine Kamera sehen, aber du auf YouTube, der gerade zusieht, wirst dann eine Kamera mit bei haben. So. Under the sea. Wow, Alter. Willst du mich verarschen? Ach du heiliger Strohsack, okay. Boah, ich hasse diese Dinger. Die habe ich früher schon mal bei Bioshock gehasst. Das erste Mal gespielt habe. Ich hasse die Dinger. So, trinken. Was haben wir hier noch Schönes? Ich weiß, wir müssen oben hin. Ich schaue mich aber jetzt erstmal ein bisschen um. Ein bisschen Kohle sammeln. Tralala. Oh, hier gibt's. Alter. Hier gibt's genug zu trinken. Also, wenn ich hier nicht besaufen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann, ja. Da. Hallo, Häuptling. Was haben wir hier? Nikotin-Zigaretten. Hier schon wieder eine U-Wend-Station. So, was haben wir hier? Leiche, ja, Panzer. Oh. Hallo, ich halte gedrückt. Ah, jetzt. Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford Club-Glimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nikotin-Raucher. Weshalb? Die schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischleber hergestellt sind? Anstelle einer Beschleuniger erhöht die Feuergeschwindigkeit der Schrotflinte. Eine verjüngerte Düse verringert den Munitionsverbrauch des Chemowerfers. Chemowerfers ein. Ich bin unschlüssig. Granatenwerfer, exklusive Einspritzung steigert den Schaden des Granatwerfers. Das klingt super. Das machen wir mal. So. Oh Gott. Wo kam die noch einmal her? Hilfe, 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 Hilfe. So.
Under the sea. Under. Was ist das denn? Ach, haben wir schon. Okay, Limit erreicht. Müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal irgendwie... Wo ging es jetzt hier lang? Achso, downstairs. Ich wollte mich nur unterhalten. Nur ein bisschen quatschen, verdammt nochmal. Achtung. Oh. Alter. Schmeiß einfach mal Granaten. Willst du mich verarschen? Ich glaub's ja wohl. Ich glaube, es hackt bei dir. Okay, da ist eine Filmrolle drin. Der, weißt du, der hat Granaten mit. Da, ist, da sind aber nie Granaten drin. Ich verstehe das nicht. So. Ja, jetzt haben wir hier soweit alles untersucht. Aber irgendwie gut. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Also da weiterkommen. Geht's hier irgendwo? Hier waren wir auch schon, ne? Oder? Ja. Hier waren die Toiletten. Mit den lustigen Figuren. Atrium. So, jetzt werden wir da beleuchtet vom Scheinwerfer. Denn wir müssen ja... Wir müssen ja zu seiner Show. zu, genau, Fleet Hall. Wo ich mich immer noch frage, wie wir da reinkommen. Wie kommen wir da rein? Das ist die große Frage. Hier komme ich nicht rein, ne? Nein. Hier vielleicht... Ah. Aufzurufen? Das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Ich verstehe es nicht. Wieso die immer... Wieso kommen die immer dann, wenn du gerade irgendwie beschäftigt bist? Oh, der Fahrstuhl ist da. So, dann gucken wir mal. Nein, nein, nein! Doch? Mr. Natürlich. Oh, er hat Besuch. Ich glaube, er... Oh Gott. Ist er das? Ich glaube nicht, ne? Oder? Presto! Presto! Nein, nein! Ich versuch's ja! Bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Okay. Ich lasse den mal spielen. Ich meine, ich könnte den jetzt auch erledigen, aber ich lasse den jetzt mal... Arschloch, lass mich hier raus! What the fuck? Alter! Komm jetzt runter, kleine Motte. What the fuck? Alter! Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Alter. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Okay, machen wir mal. Haben wir. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Jawohl. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Ich bin... Alter... Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Ich bin kein Hobbyfotograf. Ich bin professioneller Fotograf, ja? Ich mache auch Aktfotografie. Das ist so mein Hobby. So. Ich, keine Ahnung. Was. Uah, lalalala, wie schön. Willst du mich verarschen? Wo steht der denn? Der Kasten. Ach, da hinten. Warte mal, wir können doch... Echo-Bolt, Telekinese. Achso, das war ja nur das Werfen, ne? Genau, was haben wir denn noch hier? Echo-Bolt war Strom. Alter! Ernsthaft, da stehen zwei? Das ist so ein Witz. Das war jetzt ein Scherz, oder? Aua. Ja. Du hast deine eigene
Szene, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, da, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Okay. Vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Mhm. Ich bin in der Vorhalle und jetzt... Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon. Oh Gott, ich weiß... Ich weiß das sofort. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Gut, also müssen wir 3 weitere Leute finden und die erledigen und fotografieren. Das klingt... Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Poseidon Plaza? Ah, hier. Gestatte, dass ich den Vorhang öffne. Herzlich willkommen bei Outlast. Ich kann deinen Atem sehen. Eieiei, und wie cool das gemacht ist. Immer noch. Glaubst du, kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunder Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Der verdammte Eismann. Okay, da sind Gegner hier, die sind eingefroren. Ich bin mir nicht ganz sicher.